gewisse Nebenwirkungen. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Wir sind draufgegangen, was? Ja, moin! Hey, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deathloop. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir das LEP gefunden. Und gehen jetzt Weenie ausschalten, so wie es aussieht. Noch kurz, ja, genau, Weenie Evans im Komplex ausschalten. Schauen wir bei ihr doch mal vorbei, klopfen wir ihr an die Tür. Das LEP ist halt das Sicherheitsprotokoll für die Erhaltung des Loops. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut sie euch unbedingt an, die war richtig spannend. Das LEP ist halt die Erhaltung des Loops. Und alle... Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das ist ein großer Schrittcode. Bist du auch bereit dafür? Was habe ich zu verlieren? Naja, deine Waffen, wenn du stirbst. Aber wenn du es schaffst, kannst du sie behalten. Auch wenn ich es nicht schaffe, lerne ich was draus. Also, wie behalte ich nochmal die Waffen? Die Anreicherung. Bist du nicht deswegen hier? Ich habe mir gesagt, dass ich es tun soll. Du bist nicht der Einzige mit anderen Ichs. Ist nichts Besonderes. Aber falls ich es schaffe... Ja, falls. Das mit der Anreicherung klingt immer besser. So, da hätten wir schon mal zwei weg. Wir sind hier ein bisschen auf Niki unterwegs. Ja, da hier stört mich noch ein bisschen. Kannst du bitte stehen bleiben? Als ob ich den nicht treffe. Ein bisschen problematisch ist denn, dass ich den nicht treffe. Weg mit dir. Das war ein knappes Ding. So, die es nicht mitgekriegt hat. Okay. Ist gut, wenn sie es nicht mitgekriegt hat. Dann habe ich keine Probleme damit. Ein Haar. Kurz als Verteidigung hacken. Wieder weiter. Nur ein... Toter Wissenschaftler. Gerade richtig Schwierigkeiten, das Ding zu lösen. Das hat niemand mitgekriegt. Hat niemand mitgekriegt. Ich habe ein bisschen Munitionsmangel. Wenji, war ja klar. Völlig unnötig. Dafür würden wir nie riskieren, das Loop-Protokoll zu brechen. Gut, wir sind uns einig, Wenji. Natürlich. Oh, sie kommen hoch. Was zum Henker? Was passiert mit dem Licht?
Wie war das noch mit nicht in die Mangel nehmen? Okay. Wir haben mehrere. Wir stellen hier mal ein paar Rekruten auf. Wir hier ein bisschen safe sind. Da oben haben sie es nicht mitgekriegt, so wie es aussieht. Nein. Todesfalle. Wie viele von ihnen sind hier? Also bitte, das ist eine Arbeitskraft. Vorschlag. Sie töten. Ich bitte? Ich sagte, wir töten sie. Was? Zu diesem Schluss kommen wir nicht zum ersten Mal. Wie können wir Identität überhaupt definieren? Wenn eine andere Mönche etwas erlebt und ich nicht, was bedeutet das? Die habe ich gerade so erwischt. Das war ein knappes Ding. Die hat noch eine gute Waffe. Mr. Hackmagic, mach dein Ding. Die andere ist da oben. Oh. Da ist noch eine andere Wenji. Die ist ein Problem. Wir kümmern uns später um die. Wir gehen jetzt erstmal runter. Weil hier unten steht noch eine. Okay, 10 kleine Wenjis. 10 kleine Wenjis. Irgendetwas haben wir gekriegt. Kurz mal her. Oh mein Gott. Wir haben noch 3 Wenjis to go. Ich darf nicht verschießen. Können wir Identität überhaupt definieren? Eine andere Mönche etwas erlitten? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du jetzt gleich tot bist. Jetzt sind es nur noch 8. Oh oh. Ganz geklappt. Oh, Scheiße! Lebt die noch? Ich weiß es nicht. Was? Die lebt noch? Hier hast du noch eine Granate. Vorsicht! Da ist noch eine weniger. Okay. Und noch eine! Ja, 5 übrig! Das ist ein wichtiges Experiment. Wie oft habe ich dir schon gesagt? Du hast mir gar nichts gesagt. Schön, dann einer anderen, Wenji. Wir sind nicht... Du hast in meinem Labor... Okay, das ging schnell. Aber ich bräuchte Munition für meine Nagelpistole, weil sonst, ja... Jetzt wird sehr schnell nicht mehr so gut. Kurz dir setzen. Erkenntnisse aus den morgendlichen Ankündigungen. Der erkennbare Fortschritt in den Leistungen der Eternalisten Colt und Juliana. Ja, und 2 Wahrheiten werden offenkundig. Erstens, die Zeitschleife war längere Zeit aktiv und beide behalten ihre Erinnerung aus jeder Wiederholung, während andere, insbesondere wir selbst, sie verlieren. Jetzt unterbrich mich nicht ständig. Wenn das korrekt ist, können wir davon ausgehen, dass wir jeden Tag für eine Zeitspanne X ähnliche Beobachtungen angestellt haben. Dann haben wir unseren Fokus auf die Bewahrung von Wissen und Erinnerung gerichtet. Was bedeutet, wir können diese Zeitlinie zwar vervielfachen, haben diese frühen Phasen der Forschung jedoch eindeutig wiederholt, ohne einen Durchbruch durchlaufen. Naheliegende Schlussfolgerung, die wir sicher nicht zum ersten Mal anstellen.
diese dubiosen Experimente mit Residuum-Infusion, um in Wiederholungen Siege zurückzuhalten. Möglicherweise gelingt es uns dann auch, uns selbst zu erhalten. Okay. Auf jeden Fall heal. Nicht gierig werden. Nicht gierig werden. Was ist das hier? Aha, das grüne. Magazin ist voll. Ich bräuchte Nägel. Müssen wir jetzt erst eine Zeit lang mit der Machete arbeiten. Müssen hier lang. Hier ist noch mehr Heal. Brauche ich nicht. Von ihnen. Das Fenster. Ja, da ist sie. Geht. Mr. Hagmagic, ich brauch dich. Mach das hier mal weg. So. Was haben wir hier? An Wenchis von Wenchi. Betreff der Prototyp. Zur Erinnerung, wir haben uns auf folgenden Namen geeinigt. Hochfrequentes, abgeschwächtes Lichtprojektionssystem. Oder kurz HALPS. Wobei HALPS viel passender geworden wäre. Weil man sich dabei damit leicht lästige Eternalisten von eben jenem schaffen kann. Testergebnisse. Kann Licht Residuum-Objekte dekonstruieren? Nein, Fehlschlag. Kann Licht organische Objekte nicht dekonstruieren? Fehlschlag. Mögliche intrazelluläre Verbrennung. Kann Licht die optischen Linsen unserer Geschütze passieren? Ja, aber das war so nicht vorgesehen. Kann das gleichzeitige Testen dieser beiden Fähigkeiten äußerst gefährlich sein? Erfolg. Fazit. Der Prototyp darf nicht, Ausrufezeichen, aus seinem durchdringlichen Gehäuse entfernt werden. Außer nachts aus Sicherheitsgründen. Denn wer auch immer dafür verantwortlich war, hat die Stromversorgung nicht gegen hochenergetische Plasmastrahlen, sprich Laser, gesichert. Er ist jetzt wahrscheinlich aus dem Hoch in den Ding geflogen. In die Luft geflogen. Wow! Anscheinend nimmt Winnie das Halbs aus dem Gehäuse. Abends aus dem Gehäuse. Okay, wir haben irgendwelche Hinweise erhalten über das Halbs. Das sehen wir uns auf jeden Fall an. Das ist ein wichtiger Hinweis, aber wir müssen jetzt erstmal schauen. Vermeidungsstrategie. Todesfalle. Wir müssen hier nach unten kurzieren. Brauche ich nicht. Das ist nachgeladen. Das ist auch nachgeladen. Sehr gut. Schauen wir gut. Mal. Also, wie gehen wir es an? Beobachtung erfolgt beim Verankern des Loops in den Visionären mittels der Anomalie. Leider produziert die Anomalie weiterhin nur Spuren von instabilem Residium. Gut für Siegel, annehmbar für Tafeln und vollkommen ungeeignet für die Anreicherung. Vorhandensein von Besucherobjekten beständig. Komplikation. Ich habe vorhergesagt, dass eine Überlagerung erst im späteren Rekursionen auftreten würde. Das Vorhandensein am ersten Tag deutet darauf hin, dass es nicht der erste Tag ist. Bestätige Besucherobjekte bestehen vornehmlich aus Residium.
Extrapolation, eine abgespeckte Version des Loop-Stabilisierungsprozesses, dürfte ein angereichertes Objekt Siegel, Waffe in einem Visionär mir verankern, wodurch ein dauerhafter über mehrere Kursionen hinweg fortbestehender Besucher erzeugt würde. Der Ernter ist bereit, der Anreicherer ist bereit, ich bin bereit, jetzt brauche ich nur noch genügend Residium. Jeder Visionär enthält beachtliche Mengen an Residium. Der Vorgang des Erntens ist jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich. Stirbt ein Visionär, besteht das Risiko, dass der Loop instabil wird. Naheliegende Lösung: Besucher-Visionäre beim Riss-Experiment testen. Experimente teilweise gelungen. Wenn mehrere Besucher einer einzelnen Person manifestiert werden, führt das Töten eines davon zur Übertragung seines Residium in die verbleibenden Besucher, was das umgehende Ernten verhindert. Jede Version von mir zu töten würde das für die Anreicherung benötigte Residium produzieren, aber dann wäre ich tot. Inakzeptabel. Als Leiche kann ich den Erger nicht in den Anreicherer stecken oder von der Anreicherung profitieren. Ich brauche jemand anderen. Alexis könnte problemlos getötet werden, aber 20 Dorseys wären schlimmer als eine transorbitale Lobotomie. Cold ist abtrünnig geworden. Replizierung zu gefährlich. Charlie vielleicht. Ich töte alle Wengies und benutze dieses Ding, um genug Residuum für ihre Maschine zu ernten. Ergibt Sinn, ja. Dann ernten wir jetzt eine Leiche. Das klingt extrem verstörend. Sicher klingt es auch sehr komisch. Wissenschaft saugt einen richtig aus. Da ist sie weg. Wissenschaft saugt einen richtig aus. Guter Wortwitz, wirklich guter Wortwitz. hier runter. Dann das hier rein. Okay. Jetzt muss ich nur noch in diese Röhre und den Knopf drücken? Scheiße, wie soll ich das denn machen? Ihre beste Laborratte. Ich schieß dich in Stücke, du Scheiß. Oh, Moment mal. Das ist die Idee. Hinstellen, auf den Schalter schießen. Los geht's, Wissenschaft! 3, 2, 1! Gefällt mir gar nicht. Gewisse Nebenwirkungen. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Wir sind draufgegangen, was? Ja, moin! Ja gut, wir sind... Wir sind draufgegangen. Wenji Evans, tot. Du bist tot. Und da beginnt ein neuer Tag. Am Strand, mit Kater. Wir haben sehr viele Hinweise gefunden. Was zum... Oh, meine Waffe ist hier. Hat geklappt. Anreicherung und Residium. Du hast jetzt Residium ausgegeben, um Waffen, Siegel und Tafeln anzureichern, damit du dies über Loops hinweg behältst. Angereicherte Ausrüstungsgegenstände kehren jeden Morgen in dein Arsenal zurück. Ernte Residium von toten Visionären und Objekten, die angereichert werden können. Du kannst auch Waffen, Siegel und Tafel opfern, um Residium zu erhalten. Da du Residium nicht zwingend zwischen den Loops übertragen kannst, solltest du es auf jeden Fall ausgeben. Wenn du stirbst und Reprise nutzt, lässt du dein aktuelles Residium markiert am Ort deines Todes fallen. Wenn jedoch keine
Reprisen mehr übrig sind und der Tag neu beginnt, geht das ganze Residuum verloren. Okay. Oh ja, es hat verdammt nochmal geklappt. War es wert? Wer ist jetzt das Superhirn? Du und ich, Baby. Für immer zusammen. Zumindest bis ich den Loop breche. Wissenschaft. Wir müssen auf jeden Fall unseren Freund und Helfer die Nagelpistole anreichern. Das ist im Moment mein nächstes Ziel. Wie soll ich dich nennen? Herr Knarre klingt sehr formell. Kati Knarrenbauer. Oder die Maschine. Warum fühle ich mich auf einmal so präsent? Es ergibt keinen Sinn. Der Kampfrichter. Ja, knallharter Kampfrichter. Jo, man kann dies einfach absorbieren. Unser Siegel. Und Hack Magic. Hey. Mr. Kill, freut mich, Sie zu sehen, Mr. Kill. Ihr Tisch wartet, Mr. Kill. Mr. Kill. Noch mehr Residium. Residium erhalten. Sehr nice. Mr. Kill. 0167. Mini-Cold! Mini-Cold? Cold Junior? Na, das klingt mal nach was. zu selbstbezogen. Cold der Zweite. Ja! Cold 2! Cold hoch 2! Warum benenne ich diese Waffe nach mir? Unsere Platte. Tödlicher Zeitvertreib. Du bist in die Tunnel entkommen. Was überlebt? Yes, wir haben sehr viel Residuum gesammelt. Und wir haben ein paar Tafeln dabei. Dr. Winnie Evans, konntet ihr nicht das Wasser reichen? Das ist schon mal ein guter Anfang. Du verfügst jetzt über die Kraft der Anreicherung und brauchst Winnies kleine Maschinen nicht. Sammle Residuum von Hand und reichere deine Gegenstände damit an, wenn du genügend Residuum dafür hast. Enter Residuum von schimmernden Besucherobjekten, die auf ganz Black Reef verstreut liegen, und von getöteten Visionären. Kehrst du mit Reprise zurück, dann bleibt dein Residuum dort liegen, wo du gestorben bist. Wenn du deine Überreste findest, kannst du aus ihnen Residuum bergen. Wähle das mit dem Cursor aus und drücke Enter, um auf Colts Ausrüstungsvariante zuzugreifen. Wähle das hier mit dem Cursor aus, um mit dem Anreichern von Gegenständen zu beginnen. Ein paar Besucherobjekte findet Colt am Strand. Du kannst also jeden Loop mit etwas Residuum beginnen. Es ist allerdings nicht genug, um deine Waffe anzureichern. Zum Glück lässt sich das ändern. Viele Gegenstände erhalten Residuum und du kannst sie opfern, um es zu ernten. Wähle mit dem Cursor Waffensiegel aus. Das Opfern des Stoßdämpfers verschafft dir genug Residuum, um die LI Limp 10 anzureichern. Keine Sorge, alles, was Colt am Strand findet, erscheint einschließlich des Stoßdämpfers, kehrt zum Anfang jedes Loops in dein Arsenal zurück. Opfern. Bewege den Cursor über das Stoßdämpfer-Siegel und halte Delete gedrückt, um es zu opfern. Ah, jetzt ist es gegangen. Sobald der Gegenstand ausgewählt ist, betätigst du das Opfern, indem du den Cursor hierhin bewegst und Enter gedrückt hältst. Du hast genug Residuum, um die Limp 10 anzureichern. Wähle Waffen aus. Limp 10. Bewege den Cursor über die Limp und halte Enter gedrückt, um sie für die Anreicherung auszuwählen. Drücke Escape, um Colts Ausrüstung zurückzukehren. Ah, das Siegel zeigt, dass sie angereichert ist. Du hast nun die Macht der Anreicherung und kannst beginnen, ein ganzes Arsenal von Waffen, Siegeln und Tafeln anzuhäufen, das der vernichtenden Wirkung des Loops widersteht. Vor allem die Tafeln verschaffen die
dir mächtige, übernatürliche Fähigkeiten, zum Beispiel Teleportation oder unglaubliche Stärke. Weenie besaß keine Tafel, aber die meisten Visionäre haben welche. Töte Visionäre und nimm ihnen ihre Tafeln ab. Möge es geben und zur Missionsauswahl. Fragst du dich, was du als nächstes tun sollst? Sieh in deinem Hinweis nach, welche Spuren du entdeckt hast. Wenn du mehr Tafeln willst, nimm dir Charlie Montage vor, dessen Teleport dich schnell an andere Orte bringt. Oder versuche es mit Harriet Morse, der Nexus-Gegner verbindet. Was mit einem passiert, passiert mit allen. Harriet Morse. Während deiner Erkundung von Black Reef findest du zahllose Geheimnisse, Codes, Spuren und andere Informationen über die verschiedenen Distrikte und Tageszeiten. Diese Entdeckungen werden hier gesammelt. Viele Entdeckungen können wie Hinweise verfolgt werden. Das Auffinden und Nutzen von Entdeckungen ist elementar für die erfolgreiche Konfrontation mit Black Reef und dem Loop. Nicht vergessen, jeder Distrikt hält je nach Tageszeit verschiedene Möglichkeiten und Bedrohungen parat. Und Aktionen während früherer Tageszeiten können spätere Tageszeiten beeinflussen. Auf einem Platz, der am Morgen leer ist, kann am Nachmittag ein drangvolles Konzert stattfinden. Vorausgesetzt, dass keine größeren Ereignisse die Festivitäten durchkreuzen. Und nun steht deiner Erkundung von Black Reef nichts mehr im Weg. Aber lass Vorsicht walten. Andere Spieler können als Juliana in dein Spiel eindringen und dich daran hindern, den Loop zu brechen. Hiermit kannst du entscheiden, ob andere Spieler in dein Spiel eindringen können oder nicht. Viel Erfolg da draußen und denk daran, auf Black Reef ist der Tod nichts, was dich dauerhaft vom Leben abhält. Nur Freunde. Momentan können nur deine Freunde. Okay. So, ich will noch kurz die Hinweise lesen, die wir gefunden haben. Alexis hat Weenie zu seiner Party eingeladen. Im Komplex sind mehrere Weenies. Was kann da schon schief gehen? Anscheinend nimmt Weenie das Halbs am Abend aus dem Gehäuse. Wie kann ich das verfolgen? Okay, einfach Hinweise. Okay, dann sollten wir vielleicht mal am Abend zu Weenie gehen und das Halbs stehlen. Das wäre noch so eine Idee. Okay. Loop brechen, alle 8 Visionäre vor Mitternacht töten. Klingt wie irgendein abgedrehtes Märchen. Okay, wir haben Harriet. Juliana will nicht, dass ich die Generationsstation betrete. Was bedeutet, dass es dort etwas gibt, das ich nicht sehen soll? Igor. In Charlies Spiel reinplatzen. Ich glaube, wir gehen erstmal dem Hinweis hier hinterher. Den können wir auch direkt machen. Den da. Mit Harriet. Dann holen wir uns das nächste Mal. Oh, Missionsauswahl. Hierbei handelt es sich um die während dieser Tageszeit verfügbaren Distrikte auf Black Reef. Wähle einen davon aus, um mehr darüber zu erfahren oder ihn zu betreten. Möchtest du einer anderen Tageszeit springen? Wähle die Tageszeitanzeige aus und halte sie gedrückt, um durch die 4 Tageszeiten zu schalten. Denk daran, dass die Zeit immer vorwärts läuft, jedenfalls bis zum Abend. Danach beginnt ein neuer Loop. Mit Leertaste wechselst du zum Ausrüstungsbildschirm, um dich mit Waffen, Siegeln und Tafeln auszurüsten. Aber die Schaltfläche links oben kannst du online Spiel verwalten. Genau. Noch kurz, warum ich jetzt hier auf Freunde gestellt habe. Ich möchte halt ein sauberes Let's Play haben und nicht die ganze Zeit scheitern, weil irgendein Random bei mir reinplatzt. Aber ihr bekommt die Chance. Wir werden Deathloop. Wenn das Let's Play durch ist, werden wir Deathloop definitiv nochmal im Stream durchspielen. Und im Stream habt ihr die Chance, wenn ihr Deathloop besitzt, bei mir ins Spiel reinzuplatzen und mich nerven zu kommen. Das wird ziemlich lustig, habe ich das Gefühl. Aber jetzt erstmal das Let's Play, also jetzt erstmal durchspielen. Und schauen wir weiter. Es hat auf jeden Fall gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir gehen das nächste Mal meine Nagelpistole holen. Oder auch nicht.
Brauchen auf jeden Fall noch meine Nagelpistole. Naja, müssen wir einmal holen noch. Unser bester Freund und Helfer, den gehen wir auf jeden Fall holen. Und wahrscheinlich nächste Folge oder so. Nachdem wir sie umgebracht haben, eins von beiden. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Deathloop wieder. Schau gerne meine anderen Projekten vorbei. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.